Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 11.02.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 781 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Debian 10.3, Galaxy Z Flip, iConnect Hue, MWC und Oppo. Und draußen stürmt's immer noch fleißig und ich getraue mich nicht nach Hause zu laufen. Ich werde wohl heute im Büro übernachten. Aber das ist ein Detail, das euch wahrscheinlich weniger interessiert. Gehe ich weiter mit den Themen, würde ich doch mal sagen. Wer auf seinem Computer oder auf einem seiner Rechner auf Debian setzt, dem Linux-Distribution, der sollte ein Update einspielen. Natürlich vorerst ein Backup machen, aber es ist draußen die 10.3 mit einigen sicherheitsrelevanten Geschichten, also Sicherheitslücken, die gestopft wurden und ein paar Stabilitätsverbesserungen sind allesamt rausgepurzelt. Wer also unter Debian unterwegs ist, sollte sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Dann gab es ein Update, und zwar ein Update auf eine App, die im letzten Jahr, im 2019, eine der erfolgreichsten Bezahl-Apps war, und das auch zu Recht, die iConnect Hue App, die dafür da ist, um Philips Hue Ökosysteme zu steuern, und zwar auf einen besseren, schöneren, wie auch immer Weg, das kann jeder halten, wie er mag, die gibt's aktuell in der Version 4.1 mit ein paar neuen Features, die es in sich haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, die App vom Stefan Kohler ein bisschen genauer anzuschauen. Jetzt habt ihr neuen exklusiven langen Druck, wo ihr gewisse Dinge neu steuern könnt. Ihr habt verschiedene Wizards, Lichtmigrations-Wizard und Aufräum-Szenen mit drin und die Widget-Einträge lassen sich umbenennen. Ich finde die App alleine schon deshalb toll, weil ich da meine beiden Bridges, die zu Hause und die im Büro, gleichzeitig laufen lassen kann und nicht ständig hin und her wechseln muss. Dann hat gestern Nacht Samsung was gezeigt. Und zwar während der Oscar-Nacht hat man die Gunst der Stunde genutzt, um ein bisschen Werbung zu machen. Und zwar für ein neues Telefon, was sie gar noch nicht vorgestellt haben. Das kommt nämlich erst heute vorgestellt von Samsung an seinem Unpacked-Event. Aber somit hat man natürlich die Gunst der Stunde genutzt und während der Oscars in einem Werbeclip das neue Galaxy Z Flip gezeigt. Wer nicht weiß, was das ist, schaut mal auf die Shownotes und schaut es euch an. Das Video ist auch mit integriert im Blogpost auf dem pogipsi.ch Blog. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin extrem neugierig auf das Teil. Aber gehen wir weiter. Das nächste größere Event steht auch an und das ist die MWC. Logischerweise nach dem Unpacked Event von Samsung. Ja, die MWC in diesem Jahr werden Drachim und ich nicht besuchen und das ist nicht mal so eine verkehrte Geschichte, wie wir mittlerweile gemerkt haben. Denn dank dem Coronavirus sagen immer mehr Hersteller ab. Begonnen hat alles mit, ach, ich weiß die Reihenfolge gar nicht mehr. Irgendwann kam Nvidia, ZTE, Amazon, LG. Heute Morgen tröpfelte, oder besser gestern Abend tröpfelte noch rein die vorgestern Abend schon, mein Gott, die Zeit rennt. Sony wird auch nicht teilnehmen und auch noch ein paar weitere kleinere werden nicht vor Ort sein. Sony wird seine Produkte über einen Livestream zeigen, also quasi alles, was man vor auch via Livestream gemacht hat, halt einfach nicht von Barcelona aus. Langsam wird das Feld dünn da unten und ich bin sehr gespannt, wer schlussendlich danach da sein wird. Wer da sein wird, das hat vorläufig zumindest mal definitiv bestätigt, ist Xiaomi. Die halten an ihrer Teilnahme fest. Ach ja, Oppo hat anscheinend, zumindest laut Info, nicht bestätigten Info auch abgesagt. Ich bin mal gespannt, ob das so bleiben wird und weshalb habe ich Oppo gerade genommen. Ja, weil die letzte News für heute aus dem Hause Oppo kommt. In der Schweiz sind sie ja doch schon seit dem 5G-Start im letzten Jahr tätig und seit dem Herbst richtig mit starker Vertretung und einem tollen Team, wie ich finde. Und ja, jetzt ist es auch für Deutschland soweit. Man hat den Markt beobachtet, die Teams geschärft und wird jetzt eben auf den deutschen Markt losgehen. Das wird definitiv spannend. Wer sich aktuelle Smartphones und auch Kopfhörer von Oppo mal ein bisschen genauer anschauen möchte, pogipsi.ch/tag/
Oppo. Auch auf dem YouTube-Channel habe ich das eine oder andere Video dazu. Schaut mal rein und lest euch ein bisschen ein oder guckt euch ein bisschen ein. Guckt euch ein, ja genau. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen, euch einen guten Start für einen Tag zu wünschen. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Mittwoch wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.